Kaliningrad-Domizil analysiert Meldungen russischer, föderaler und regionaler Medien, die für eine seriöse Berichterstattung bekannt sind, sowie Meldungen staatlicher Behörden zur Coronavirus-Lage in Russland. 783.328 Erkrankungsfälle sind in Russland insgesamt registriert, 5.842 mehr als am Vortag. 8.782 Genesungen gab es am Berichtstag. Somit ist die Anzahl der Genesenen höher als die Zahl der Neuerkrankungen. 208.364 Aktivfälle verbleiben noch zur Behandlung in den medizinischen Einrichtungen. 12.580 Sterbefälle sind in Russland für den Gesamtzeitraum zu beklagen. 153 Patienten starben am Berichtstag. 25,4 Millionen Virusteste wurden durchgeführt. Dies entspricht einem getesteten Bevölkerungsanteil von 17%. 2.729 Erkrankungsfälle sind im Kaliningrader Gebiet insgesamt registriert, 11 mehr als am Vortag. 37 Genesungen gab es am Berichtstag. Somit ist die Anzahl der Genesenen höher als die Zahl der Neuerkrankungen. Am Berichtstag meldet das regionale Informationszentrum keinen Todesfall. Insgesamt hat Kaliningrad 44 Sterbefälle zu beklagen. Kaliningrad befindet sich gegenwärtig in der zweiten von drei möglichen Etappen der Normalisierung des gesellschaftlichen Lebens. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keinerlei Informationen über eine Normalisierung des internationalen Reiseverkehrs von und nach Russland.